Ich bin der Stefan Brandner, Mitverantwortlicher von dem Projekt Garage, die Gastronomie von KTM, zusammen mit Fritz Hauswirth von der Agentur Bazocca. Also wir haben uns der Konzeption angenähert, indem wir die Marke durchleuchtet haben, die natürlich weltweit tätig ist. Heuer ist die 20. Paris-Dakar, 18 davon haben sie gewonnen. Und ursprünglich ist es gekommen über den Heinz Kinigartner, der ja ein Bäcker ist im Zillertal, ein mehrfacher Staatsmeister auf diesen Motorrädern und der ja dem Stefan Pierer geholfen hat, diese Marke zu entwickeln. Und somit haben wir gesagt, es muss irgendwas sein, was sich zwischen zwei Brotscheiben abspielt. Etwas urtypisch altösterreichisches, nämlich ein Toast. Wenn man die Motorhall sieht, ist es ja auch eine Pilgerstätte und es kommen alle Kulturen, alle Menschen, KTM arbeitet weltweit hierher und wird dann irgendwann essen und trinken müssen. Am besten holt man sie ab, wenn man auch ihre eigene Identität in diesem Konzept verankert. Ich finde es enorm wichtig, weil die Welt zusammengewachsen ist. Und heute einmal nachzudenken, wie könnte ein Toast ein Kebab sein und was habe ich mit den Türken zu tun, ist eine ganz eine charmante Herangehensweise, um darzustellen, wie eng die Welt beisammen ist. Diese Spaltungen, die da immer wieder passieren, glaube ich, kann man über das Thema Gastronomie auf eine sehr charmante Weise neu einfangen. Man muss es nur einmal so betrachten wollen. Zum Zweiten natürlich 4000 Mitarbeiter, die im Standort beschäftigt sind. Was brauchen Mitarbeiter, um glücklich sein und hier arbeiten zu wollen? Da spielt natürlich Ernährung einen ganz einen wesentlichen Teil. Das Spannungsfeld, alle gastronomisch zufriedenstellen, war natürlich eine Herausforderung, weil die Leute aus der Industrie oder vom Band ganz andere Essgewohnheiten haben, wie vielleicht jetzt manche Damen in der Marketingabteilung. Ich glaube, dass das Thema Systemik in vielerlei Munde ist, sondern Systemik in Form von einem übergeordneten System. Wie denkt dieses System und was muss ich im Untergeordneten machen, um das zu befeuern? Und diese Herangehensweise war sehr interessant für den Weltkonzern, auch um interne Strukturen und die klassische Hierarchie hinterfragen zu können. Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Wir haben in dem Konzept eine klare Vision gegründet und entwickelt. Wohin soll es mit der Garage und mit der Garage in Verbindung vom übergeordneten System KTM gehen? Und aus dieser Vision hat sich ein systemisches Leitbild ergeben, das auf den Systemprinzipien Ordnung, Achtsamkeit und Zugehörigkeit basiert. Und aus dem herausgebrochen wurde eine ganz klare Mission in 5 Textbausteinen, die den Mitarbeitern die Möglichkeit geben sollten, sich anzulehnen an diese größere Denke und die es nicht nur den Mitarbeitern, sondern auch dem Kunden möglich machen, es zu verstehen, was machen wir hier überhaupt und warum machen wir das hier. Weil die große Frage des Warums ist ja, glaube ich, so die Kernfrage auch in der Sinnfindung. Es ist eine gewisse Zukunftsperspektive, die da auch angerissen wurde, wo man das Ganze auch ein bisschen als Testballon nimmt, wenn man das jetzt einmal so formulieren darf.